Okay, also sowas, was wir jetzt hier sehen, gibt es eigentlich ziemlich oft, also along the way, so, also an der, unterwegs gibt es eigentlich so ganz viele Obstverkäufer. Immer so kleine Stände, die meistens auch selber gefahren werden, also die so Räder unten drunter haben. Und hier gibt es diese Früchte, Ananas, Kokosnuss, Melone. Melone schmeckt so viel süßer und besser. Auch, also alles schmeckt besser als sonst. Mangosteen haben wir hier, der normale Mangos. Ich bin totaler Mango-Fan. Und das Coole ist, es wird dann alles direkt zubereitet. Also wir haben zwar hier den Plastikwaren, also es gibt dann 1000 Plastiktüten, noch mehr als zu Hause. Aber es ist super, super praktisch. Geht ganz, ganz schnell dann. Muss man nicht mehr selber machen. Wir haben uns zwar auch einen coolen, billigen Schäler gekauft, aber so ist es natürlich um einiges angenehmer noch. So kann man dann direkt weiterradeln. Genau, also das ist so einmal so ein Beispiel, was man so ganz oft an der Straße hat. Auch egal wie groß die Stadt oder ob man, also wir haben ganz, 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 ganz viele von den Ständen hier. Also man, es geht gar nicht, dass man keine, nicht genügend Früchte hat. Also du kriegst eigentlich überall Früchte. Man braucht gar nichts auf Vorrat kaufen oder so. Super lecker! Und alles, was ich bis jetzt hier gegessen habe, ist eigentlich leckerer als zu Hause. Also, wieder mal ein Punkt für Thailand. Und das Coole ist, dass es sau günstig ist. Also jetzt für 1 Kilo Mangos fertig vorbereitet und so zahle ich jetzt 60 Watt. Also ein bisschen mehr als 1 Euro. Und das zahlt man eigentlich in Deutschland für eine Mango meistens. Also wenn man überhaupt Glück hat, jetzt hier ist noch viel mehr. Und ja, also das ist eigentlich nichts. Und wenn man sie halt unvorbereitet kauft oder nicht an so einem Stand, sondern an so einem richtig großen Markt, dann kriegt man die schon mal für 25 Cent oder so das Kilo. Das ist so krass. So, und jetzt kommt unser Mittagessen. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück geradelt. Und das hier ist die View. Das ist so wunderschön. Heute haben wir eigentlich den ersten schlechten Tag. Ja, ihr könnt gerne lachen. Das ist wahrscheinlich besser als in Deutschland. Also es ist immer noch super, super heiß. Aber ja, es ist halt bewölkt. Also es sticht nicht so von oben. Das ist sehr gut zum Fahrradfahren, weil wir halt immer ja, in der Sonne sind. Oh. So weich. Ich bringe irgendwie 100.000 Tonnen mit und friere die ein. Ich brauche mir so eine Busche. Das ist ein Plan. Tschüss. Und euch bringe ich auch noch was mit.